So, meine Lieben, heute ein kleines Video aus meiner Garage. Warum ich das relativ kurz halten möchte, ich möchte nur so die wichtigsten Fakten dazu reintun. Ihr seht es im Hintergrund, das Don't Tread on Me, das ist so ein Ausspruch, der geht Hand in Hand mit dem Second Amendment. Das ist das zweite Grundgesetz quasi der Amerikaner. Das Recht, eine Waffe zu besitzen, ist quasi im Grundrecht verankert. Warum? Weil die Amerikaner in ihrer Historie damals die Briten abgewehrt haben in Form eines Bürgerkriegs und danach entschieden wurde, bevor wieder eine andere Regierung versucht, das Land zu tyrannisieren, soll jeder Bürger das Recht haben, eine Waffe zu tragen, um sich gegen eine tyrannisierende Regierung durchsetzen zu können. Das ist der Grundgedanke hinter dem Ganzen. Natürlich findet sich dieses Gesetz natürlich in ganz vielen anderen Plätzen wieder. Na, man kann quasi in manchen Staaten seine Waffe tragen, offen. Mit manchen darf man sie sogar versteckt tragen oder verdeckt. Wenn ihr neu hier seid, ich habe auch ein Video in Englisch gemacht. Schaut es euch an. Und auch gibt es tatsächlich manche Staaten, wo eine Waffe lediglich zur Hausverteidigung da ist. Die darf man also nicht draußen tragen. Quasi ähnlich wie in Deutschland, wo wir aber in Deutschland sie nur lagern dürfen zu Hause und nicht zur Hausverteidigung nutzen dürfen. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten in verschiedenen Staaten. Jeder Staat hat seine eigenen Gesetze. Das ist super, super schwer. Und ich habe sehr oft die Frage bekommen, kannst du denn in Amerika einfach eine Waffe kaufen? Weil es gehen so viele Gerüchte rum, auch in den Medien, dass man einfach hierher kommen kann im Urlaub und eine Waffe kaufen kann, mir nichts, dir nichts, das ist absoluter Schwachsinn. Ich weiß nicht, wer das schon mal geschafft hat, wer das gemacht hat und in welchem Staat das so ist. Fakt ist, so leicht geht das nicht. Und auch mit der Beantragung und allem, das verhält sich alles ganz anders, als ich dachte, als ich hergekommen bin. Und am Anfang hieß es zu mir, sorry, ist aber gar nicht möglich für dich. Bis ich dann ein bisschen in diesen ganzen Gesetzen herumgekramt habe und tatsächlich ist es möglich und wie, das möchte ich euch heute einfach erklären, mal ganz kurz. So, zuallererst wussten wir nicht genau, oder ich nicht, und ein paar Kameraden wollten das auch gerne machen, also haben wir gesagt, wir müssen uns mal hinsetzen, ein bisschen schauen, wie das hier so geht. Wussten wir nicht genau, wo wir anfangen sollen. Wir haben angefangen mit einer Hunting Education, mit so einem Hunting Education Course. Dieser Hunting Education Course ist quasi so wie das allerkleinste Basis, dieser kleinste Basisanteil eines deutschen Jagdscheins. Quasi, da sind wirklich nur die allerwenigsten Grundkenntnisse drin, damit man weiß, zum Beispiel, um was es beim Jagen geht. Der ganze Kurs gibt tatsächlich 14 Stunden ungefähr. Ich habe das an 2 Tagen oder 3 Tagen im Internet gemacht. Ist super erklärt auf jeden Fall bei Hunter-ED. Konnte man da reingehen, da zahlt man eine kleine Gebühr. Ich glaube, am Ende habe ich $35 oder $39 gezahlt. $10 davon waren aber nur für die Karte nochmal, die ich extra haben wollte. Die musste man nicht bestellen. Und ansonsten, ich zeige euch das hier gleich mal, wird das eingeblendet, kann man quasi dort durchgehen und kann den Kurs Schritt für Schritt quasi machen und wird nach jedem, nach jedem Teil eines Kapitels getestet. Die Tests sind so nicht ohne, also wenn man nicht aufpasst und einfach nur durchklickt, wird es schwierig mit dem Bestehen. Ich habe sogar hier einen Freund gehabt, der ist selber auch Jäger in Deutschland und der hat auch gedacht, naja komm, ich klicke einfach durch, ich kenne das ja Ganze. Das Problem bei der Sache ist, hier hat auch wieder jeder Staat so ein bisschen seine eigenen Regeln und seine eigenen Gesetze, was das Jagen angeht, schon mal. Theoretisch nach dem Bestehen dieses Hunting Education Courses konnte ich quasi hergehen, das hätte ich auch ohne diesen Kurs machen können, und konnte eine Hunting License kaufen. Diese Lizenz ist nicht wie bei uns eine Lizenz, die man einmal erwirbt durch einen Lehrgang und dann für immer besitzt, sondern diese Lizenz ist temporär und immer quasi für den jeweiligen Staat gibt es verschiedene Lizenzen, die kann man sich ganz einfach bei Walmart dann einfach kaufen oder auch an irgendwelchen Jagdläden. Und diese Lizenz regelt quasi einfach nur, welche Art von Tier man zu welcher Zeit denn jagen darf. Man kauft sich dann diese
Lizenz, diese einmalige, um einmal ein Tier zu schießen in einem bestimmten Zeitraum. Heutiges Shoutout geht raus an unsere Sponsoren Vienna Arsenal und Bravo Zero Six, dass ich hier sein kann und das filmen kann. Und für die Ausstattung techmerch.com. Bei Techmerch kriegt ihr Shirts wie dieses oder dieses Shirt. Schaut rein, es gibt auch taktische Motive für Frauen, nicht nur für Männer. Wenn die abgelaufen ist, da muss man sich wieder eine neue lösen. Und da fängt man halt bei Preisklassen von $10 an, zum Beispiel für, keine Ahnung, Vogel, Kleinvögel oder sowas, bis hin zu, ich weiß nicht, ich glaube, das teuerste sind irgendwas mit $100 oder $200. Da gibt es so 50 verschiedene. In unserem Fall brauchten wir tatsächlich eine Hunting License am Ende. Wir haben einfach mal alles geholt, weil wir nicht sicher waren, was wir genau brauchen. Und damit haben wir dann einfach eine der günstigsten geholt, glaube ich, für $23. Die ist sogar noch gültig, ich werde sie aber nicht nutzen erstmal, sondern einfach brauche ich die erstmal als Nachweis. So, jetzt hatten wir natürlich den Hunting Education Kurs gemacht, schön und gut, ich habe was dazugelernt, das Geld, denke ich mal, habe ich gut investiert, bin jetzt nicht dümmer als vorher und natürlich habe ich den nicht wirklich gebraucht, ist einfach so ein Goodie für mich einfach. Was man wirklich braucht, ist einmal diese Hunting License. Und was ganz wichtig ist, um zum Beispiel hier im Staat Virginia, wir reden jetzt hier wirklich nur von Virginia, um hier tragen zu können, und zwar auch verdeckt, braucht man einen weiteren Kurs. Wenn ich jetzt offen tragen möchte, dann reicht mir diese Hunting License. Die Hunting License, die ich mir so im Walmart kaufen kann, gibt mir quasi das Recht dazu, als Bürger, Achtung, jetzt kommt es, als Anwohner oder Bürger von diesem Staat eine Waffe offen zu tragen. Da haben wir also ziemlich viele Sachen, die jetzt damit reinspielen. Offen tragen eine Waffe in diesem Staat als Residential und dazu geht man dann quasi mit dieser Lizenz zu einem Waffenhändler, legt seine Papiere hin, der schickt dann das Ganze durch ein System für einen Background-Check und jetzt kommt das Interessante. Was wir damit nicht hätten machen können, wäre eine Pistole zu kaufen, nämlich eine Kurzwaffe. Diese Kurzwaffe, sagte man uns damals, wir waren bei Cabela's, so ein Jagdshop, gehört zu Bass Pro, das ist ja der riesige Anglershop und Jagdshop. Und die sagten uns, tut uns leid, ohne eine Concealed Carry License könnt ihr keine Kurzwaffe in diesem Staat kaufen. Für eine Langwaffe hätte uns das gereicht, wir hätten also ein Gewehr kaufen können, eine Shotgun etc., aber keine Waffe, die im Waffengesetz der US-Amerikaner als Kurzwaffe, sprich Pistole, gezählt wird. Darunter fallen auch tatsächlich AR-15-Systeme, die hinten keine Schulterstütze haben, sondern eine Brace, also eine Klammer. Die sieht ähnlich aus wie eine Schulterstütze, ist aber aufspaltbar und kann man eigentlich um den Arm klammern. Und genau dieses Bauteil, das an der Waffe an sich gar nichts verändert, ist dafür zuständig, ob es eine Pistol ist, eine AR-Pistol, somit gilt sie auch als Pistole, oder ein AR-Rifle. Ganz großer Unterschied also. Ihr seht, es sind super viele verschiedene Gesetze hier, ganz komische, auch im Gange. So, um aber jetzt eine Kurzwaffe, eine Pistole zu kaufen, mussten wir tatsächlich eine Concealed Carry Lizenz hinterlegen oder vorlegen. Diese haben wir dann gemacht bei Vienna Arsenal. Da sind wir zusammen hin, haben einen Kurs belegt, der ging ungefähr 3 Stunden. Hauptsächlich Rechtliches wird da erklärt. Da geht es rein um die rechtliche Lage. Wann darf ich, zu welcher Zeit, wie und wo meine Waffe verdeckt tragen, in welchen Gebäuden, in welchem Aufzug. Und dann haben wir im selben Zug dort jemanden gehabt, einen Vertreter von der USCCA, das ist eine Versicherung, die den ganzen Menschen in den USA, die Concealed Carry tragen möchten, dabei helfen, sich A, zu informieren und B, natürlich auch aus der Patsche zu helfen. Heißt, wenn sie wirklich irgendwann mal in die Bedrängung, also in diese Notlage kommen, ihre Waffe nutzen zu müssen, damit man sie rechtlich auch wieder da aus dem Gefängnis zum Beispiel rausholen kann, die Kaution hinterlegen, damit sie erstmal auf Bewährung sind und dann auch die ganzen Gerichtskosten übernehmen. Alles in allem haben wir uns ein Paket abgeschlossen. Wir haben da $2 Millionen an komplett Kosten, die quasi übernommen werden für den ganzen Gerichtskram. Mit und da drin sind zum Beispiel den Ersatz der Grundkosten der Pistole, die natürlich bei einem Vorfall durch die Polizei auch verwahrt wird oder kommt dann in die Asservatenkammer, die kriegt man nicht mit zurück, wenn man natürlich seine Waffe dann auch benutzt.
so oder so, ob man im Recht war oder nicht. Man wird erstmal festgenommen von der Polizei. Und darum geht es eben auch, weil man so oder so festgenommen wird, wenn man sich verteidigt, dass man erstmal rauskommt wieder aus dem Knast und, sage ich mal, sich um die ganzen Sachen kümmern kann. Man hinterlegt dann bei dieser Versicherung einen Anwalt. Diese Versicherung hat auch Top-Anwälte, die sich wirklich mit dem Waffenrecht auskennen, was super, super wichtig ist, was wir in letzter Zeit auch in den Medien wahrscheinlich verfolgen konnten. Da geht es darum, wann ist der Gebrauch einer Schusswaffe wirklich gerechtfertigt und wann nicht. Unter anderem sind da so Dinge dabei wie, in staatlichen Gebäuden darf ich keine concealed oder gar keine Waffe auch meistens tragen. Dazu gehören zum Beispiel Bibliotheken, Museen, Post Office, lauter solche Dinge. Das sind Gebäude, wo man keine Waffen mit reinnehmen darf, weil es sind verstaatlichte Gebäude. Und auch als man hier in das Rathaus gekommen ist, um quasi die Lizenz zu beantragen, auch da gilt das quasi ab dem Grundstück schon. Das heißt, man geht gar nicht mit der Waffe überhaupt auf das Grundstück. Nachdem wir bei Vienna Arsenal diesen 3-Stunden-Kurs gemacht haben und uns auch dann mit der USCCA da eine Mitgliedschaft geholt haben, musste ich quasi nur noch auf die Stadt meines Countys, das ist quasi die, der Landkreis mehr oder weniger, da musste ich dann auf das Gerichtsgebäude fahren und denen dann quasi meine Unterlagen vorlegen. Einmal diese Hunting License, einmal die Concealed Carry License, Ausweis noch vorzeigen und $40 zahlen. Und im Staat Virginia ist es so, das ist ein Must-Issue-State, das heißt M. Hier muss diese Lizenz ausgegeben werden. Es gibt Staaten, wie genau nebenan, angrenzend Maryland zum Beispiel, ist ein May-Issues-Staat, also er muss nicht, er kann ausstellen. Das heißt, man muss nicht, also man geht nicht dabei wirklich 100% sicher, dass man eine Lizenz bekommt. Was auch interessant ist, zum Beispiel vor einem Jahr war Virginia noch eine Castle Doctrine, also da hat man eine Castle Doctrine gehabt, das heißt, hier konnte man seine Waffe, seine Pistole wirklich nur benutzen, um einen Einbrecher zu stoppen oder bei einem Angriff aufs Haus, vom Haus aus quasi, sich zu verteidigen, aber nicht draußen. Jetzt ist es eine Stand Your Ground Doctrine und das bedeutet, man kann seine Waffe immer mitnehmen und jederzeit zu jedem, auf jedem Platz eigentlich sein Leben verteidigen mit einer Waffe. Ihr könnt euch vorstellen, was ich davon halte, eine Waffe zu tragen, um mein Leben oder das meiner Familie zu schützen. Gesetzlich gesehen sogar ist man hier abgesichert, wenn man zu Hilfe kommt, was in Deutschland wahrscheinlich zum Beispiel, selbst wenn wir so ein Gesetz hätten, eher weniger der Fall wäre, dass sich jemand anderen zu Hilfe kommt, der angegriffen wird, infolge eines tödlichen Angriffs zum Beispiel oder einer tödlichen Absicht. Wenn ich demjenigen zu Hilfe kommen würde, wäre ich in Deutschland laut deutschem Gesetz 100% ein Täter und nicht ein Verteidiger und somit hätte ich da wahrscheinlich auch kein Recht, irgendwie mich zu verteidigen und würde dafür ganz klar in den Knast wandern. Hier ist das anders. Hier ist man tatsächlich in der Lage, auch anderen zu helfen, was ich ihm auch ein bisschen das Tolle finde, weil warum sollte ich einfach nur zugucken und wie die neue Generation mit dem Handy dastehen, wie jemand erschossen wird, anstatt dass ich ihm helfen kann, aktiv, wenn ich doch sehe, dass eine unschuldige Person wirklich angegriffen wird. Der Idealfall natürlich ist, dass man niemals seine Waffe nutzen muss. Das hoffe ich auch, aber ich wollte nie wieder die Möglichkeit verpassen, mein Leben zu schützen und das für eine Familie. Denn auch ich habe schon den ein oder anderen Vorfall in Deutschland gehabt, wo ich gar keine Chance hatte, mich zu verteidigen. Das sind ziemlich dunkle Erfahrungen, die ich machen musste und die sitzen tief, das muss man einfach mal sagen. Und wenn man dann sieht, dass man selbst in Deutschland es so schwer hat, gerade mal ein Messer mitführen zu dürfen, und unter welchen Umständen das Messer dann aussehen muss, das habe ich auch bei mir auf dem Channel schon mehrmals erzählt. Dann sieht man, selbst wenn man Kampfsport macht und sich gut verteidigt, wird man meistens als schlimmer dargestellt, weil man ja besser ausgestattet ist und damit den Gegner immer heruntersetzt, quasi seine Angriffsfähigkeit oder Verteidigungsfähigkeit. Das Ganze ist ziemlich ärgerlich. Aber wie gesagt, für mich gelten momentan jetzt die Gesetze hier. Deswegen nutze ich dieses Gesetz und trage auch seit mittlerweile, ich glaube, 2 oder 3 Monaten. Wo man sich erstmal natürlich dran gewöhnen. Am Anfang ist das so ein mulmiges Gefühl. Man hat jetzt eine scharfe Waffe mit sich. Aber ich muss sagen, mittlerweile habe ich mich so dran gewöhnt, dass ich es wahrscheinlich vermissen werde, wenn ich es nicht mehr machen tun, also wenn ich es nicht mehr machen kann. So, ich hoffe, das war genug Aufklärung zu dem ganzen Thema. Wenn ihr jetzt natürlich mehr sehen wollt, auch wie wir hier nicht nur die Waffen tragen, sondern auch wirklich damit trainieren,
denn es bringt nichts, wenn man eine Waffe hat, aber nicht damit umgehen kann. Ich kann mittlerweile 10 Jahre Militärdienst nachweisen und auch zusätzliche 7 Jahre Sportschütze. Ich weiß den Umgang mit Waffen. Das ist nichts etwas, was man über Nacht mal kurz lernt. Dafür braucht man einfach viel Erfahrung und viel Zeit und viel Training. Und jetzt können wir wieder regelmäßig trainieren. Und das werdet ihr auch hier auf dem Channel sehen, dass wir regelmäßig draußen sind und einfach mit den Waffen arbeiten und hoffentlich für euch den coolsten Content hier liefern können, der euch auch interessiert. Ja, vielen Dank und bis dahin, Gunny out.